vor Oberhammelwarden. Kubikmeter um Kubikmeter Sand wird an Land gepumpt. Schaltzentrale dafür ist die Hegemann 5, ein Saugbagger mit Heimathafen Bremen. Okay. Patrick Ramm ist der Kapitän. Er schippert sein Schiff die Weser rauf und runter, immer auf Kurs der Sandfelder im Fahrwasser. Die Crew auf der Brücke hat alles im Blick. Moderne Technik macht's möglich. Eigentlich haben wir zu 90% nur Sandfelder hier. Das sind immer so Riffel sind das hier. Wir machen auch eine Unterhaltungsbaggerei in dem Sinne. Die Riffel werden von uns abgearbeitet und das wird dann an Land gespült. Mit einem Saugrohr wird der Sand an Bord gepumpt, wie eine Art Staubsauger. Der Saugbagger aber vertieft die Weser nicht, er glättet allein den Boden. Und der so gewonnene Sand dient zugleich der Uferbefestigung. Unser Saugrohr selber hat Sensoren, damit wir wissen, auf welcher Tiefe wir sind. Und das wird dann direkt aufgezeichnet und dann können wir auf dem Display sehen, ob wir die Solltiefe erreicht haben oder halt nochmal drüber fahren müssen. Diesen Job macht der Nautiker. Frei vom Grund, gebe ich Gas. Wir haben hier ein Tiefengewässer. Entweder haben wir hier Auf- und Ablauf im Wasser und dementsprechend müssen wir das Schiff auch steuern. Wenn man jetzt Ablauf im Wasser hat, also der Strom jetzt zum Beispiel von Achtern kommen würde, dann reagiert das Schiff ganz anders, wenn der Strom von vorne kommt. Und das muss dann halt der Nautiker auch alles dann genau einplanen und so dann auch steuern. Strand um Strand wird im Laufe der Jahre aufgespült. In diesem Sommer folgt nach Oberhammelwarden noch Sandschnitt. Zuständig ist das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weserjade-Nordsee. Die starke Strömung, Sturmfluten und Schiffswellen hinterlassen Abbruchkanten. Schlick wird aufgespült, Buhn zerstört. Das gefährdet die Deichsicherheit. Die Gefahr wäre, dass zum Beispiel unser Unterfeuer Sand steht, in ihrer Lage sozusagen instabil wird. Das heißt, das Fundament würde angegriffen werden und würde dann, um das mal einfach auszudrücken, Schlagseite bekommen. Und damit haben wir einen großen Schaden dann, der dann beseitigt werden müsste. Und demnach versuchen wir halt, dieses Ufer auch zu sichern. Wie auf der anderen Weserseite in Oberhammelwarden wird der Strand durch Planierraupen so bearbeitet, dass er am Ende eine leichte Neigung hat. Und wichtig ist auch, dass der Sand aus der Weser kommt und nicht per LKW aus Sandgruben angekarrt wird. Die Kunst liegt darin, eine gewisse Dichtigkeit herzustellen. Deshalb spülen wir den Sand ein. Dadurch habe ich eine gewisse Feuchte, einen Feuchtigkeitsfaktor, der dafür sorgt, dass wir eine Lagestabilität erreichen. Und wir haben natürlich auch lange Erfahrung darin, dass wir bestimmte Neigungen herstellen, damit die Welle sachte auflaufen kann und auch dementsprechend wieder zurück, ohne großes Material mitzunehmen. Tag und Nacht ist die Hegemann 5 unterwegs, seit Mitte Juni Stammgast auf der Weser. 14 Tage am Stück ist die Besatzung an Bord, 12 Stunden dauert die Schicht. Für die Crew ist das die Alternative zur großen Fahrt, geregelte Arbeitszeiten. Wo ich angefangen bin mit der Seefahrt, da war die große Fahrt natürlich noch interessant, weil man hatte auch noch Liegezeiten in den Häfen. Das ist heute ja alles vorbei, ne, mit den Containerschiffen. Und da ist dieses doch reizvoller. Hier ist man wirklich nonstop an Manövrieren, man ist in engsten Stellen und das macht wirklich sehr viel Spaß und ja, ist ein toller Job. Und wie auf jedem Schiff ist der Smoot hier eine wichtige Person an Bord. Markus Hanken hat Koch gelernt, war in der Pflege und heuerte jetzt auf der Hegemann 5 an. Ist manchmal so ein bisschen so, als ob du der Dorfpastor bist. Also hier kommt ja immer jeder mal lang irgendwie so. Ich sag mal so, ich bin immer ganz gut auf dem Laufenden. Ne? Die Jungs essen alles, sagt er. Es gibt Hähnchenschnitzel. Und mittags heißt es dann auch, mal durchschnaufen. Die Besatzung ist lange beisammen. Konfliktfrei ist die Zeit da nicht. Also man ist ja fast mehr Zeit an Bord, als wenn man zu Hause ist. Also dementsprechend ist halt ein gutes Betriebsklima eigentlich auch sehr wichtig. Ne? Bis Ende August dauern noch die Spülarbeiten, die knapp 4 Millionen Euro kosten. 230.000 Kubikmeter Sand hat die Hegemann 5 dann bewegt. Und wie in Oberhammelwarden ist ein neuer, breiter Strand am Weserufer entstanden.